Ich bin wieder hier in meinem Revier. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jans Golf. Ich weiß, ihr wisst, dass es um Jans Golf geht, sonst wäre ich ja nicht hier in dieser Riesenhalle. Ja, was machen wir heute? In dem letzten Video sind wir ja ziemlich gut vorangekommen. Die Karosse ist ja jetzt soweit fertig geschliffen. Also die glatten Flächen von außen sind geschliffen. Ja? Und die Schweißarbeiten sind auch echt gut vorangekommen. Ja, der Ronny kommt auch gleich. Das Heck sieht schon relativ gut aus. Wir haben jetzt noch ein paar kleine Löcher, wie diese und die drei dort. Im Radkasten, das werde ich wohl am Schluss machen. Dieses Loch. So, das wäre der Plan für heute, dass die einzelnen kleinen Löcher geschlossen werden. Und hoffentlich auch der Schweller mitgeschweißt wird. Das sollte in diesem Video passieren. Die Kante müssen wir noch umlegen. Das Birtelgerät habe ich auch mit. Und dann wäre der Plan, vielleicht heute ein paar Gummis und Scheiben rauszunehmen. Hier zum Beispiel ist noch ein bisschen Rost unter dem Scheibengummi. Ja, und wenn das erledigt ist, dann kann das Fahrzeug endlich zum Lackierer. Das zur Einführung. Ich würde sagen, ich stelle die Kamera ab, mache mir einen Kaffee. Bis dahin ist Ronny da und dann geht's los hier, Leute. Oh, Käffchen. Käffchen, Käffchen. Wo ist Mr. Dude? Das nenne ich mal Maßarbeit. Dein Cut knackt. Ding, ding. Mahlzeit. Mahlzeit. Kling. Der Cut löst sich langsam auf. Ein Loch zu, zweites Loch zu, jetzt erstmal Käffchen. Käffchen in Rogen und dann geht's weiter. Kling, irgendwann fällt der Cut einfach nur ab. Thank you.
Ist klar. Das Äffchen oder wie? Bisschen Dreck aus dem Radkasten rausgeflogen. Die Seite ist jetzt auch gebürdelt. Kante umgelegt. Weiter geht's. Hier war auch noch ein Rostpunkt. Überall sind irgendwelche Punkte. Ach so, ich mache mich jetzt an den Kotflügel. Hier das Blech noch einschweißen. Naja, ein bisschen reinkloppen und dann entrosten, sagst du? Mhm, so sieht's aus. Das war echt brutal, ja. Da haben sie ordentlich mit dem Schraubendreher drin rumgewühlt. Das ist wahrscheinlich rumgekrempelt, ja. Na, würden sie mal einbrechen ins Fahrzeug. Hier habe ich auch noch ein Blech eingeschweißt. Da war Rost. Seh dich. Oh, hat er die Zigaretten vergessen, ja? Das Wichtigste überhaupt. Ah, Pfandkuchen. Brauchst du Flüssigkeit? Also um die Scheibe rauszubekommen, müsst ihr am besten, also so mache ich das immer, auf die Ecke Druck aufbringen, dass die Scheibe halt unter Druck ein bisschen rausgedrückt wird und dann müsst ihr versuchen, den Gummi hinter diese Kante zu bekommen. Dann geht die Scheibe auch echt gut raus. Also wenn ihr das Stück hier geschafft habt, dann bei der Hälfte oder so fällt die Scheibe von alleine raus. Das erste Stück ist halt ein bisschen kompliziert. Wir haben Rost. Heckklappe ist ab, Rückleuchten sind raus. Ronny macht hier noch den Nippels ab. Kotflügel ist geschweißt. Ja, Tür ist gerichtet. Heckklappe sieht relativ gut aus. Also na klar habt ihr hier überall Rost. Aber das ist alles oberflächlich. Hoffe ich doch. Das werden wir dann sehen, wenn Ronny hier aggressiv vorgegangen ist, wie viele Löcher danach drin sind. Ich hoffe mal keine. Was ist denn hier los? Wer knallt denn hier? Naja, hängt ein bisschen Arbeit dran. Oh. Aber ist rettbar. We'll be right back.
kommen wir doch jetzt mal zum Zwischenstand. Also, wir haben das Fahrzeug komplett angeschliffen von außen. Die Innenkante muss noch gemacht werden. Und diese Kante. Dann müssen auf jeden Fall die Seitenscheiben raus. Die Sitze müssen raus, vorne wie hinten. Die Motorhaube von innen geht uns nicht an. Die machen wir definitiv nicht mit. Das muss der Lackierer dann machen. Dann müsste ich noch die Scheibenwischer abbauen und wahrscheinlich das Scheibenwischgestänge locker schrauben, damit ich hier oben diese Dichtringe noch rauskriege, damit man das komplett mitlackieren kann. Den Luftfilterkasten baue ich noch raus, den nehme ich mit. Den kann ich dann in der Zeit fertig machen, wenn das Auto lackiert wird. Die Frontscheibe muss raus. Ja, sonst sind wir soweit durch. Jetzt baue ich erstmal weiter das Zeug hier raus. So Leute, sind wieder ein paar Tage vergangen. Ich bin hier schon am Vorbereiten zum Schwellerschweißen und Ronny ist am Essen. Ronny macht an der Heckklappe weiter. Der Golf ist soweit leer. Also das Zeug muss ich natürlich noch alles wegräumen. Aber die Rückbank, Hutablage, Seitenverkleidung, Beifahrersitz, ist schon mal alles raus hier. Um 12 haben wir angefangen, jetzt haben wir 16.15 Uhr. Der Schweller ist zumindest schon mal angepunktet. Ich setze jetzt noch 20 Punkte und dann fahre ich das Ding auf der Bühne, dass ich ein bisschen hochkomme, weil hier unten im Dreck zu arbeiten ist nicht gerade toll. Auf jeden Fall ist das Ergebnis super geworden. Also der Schweller ist jetzt wieder gerade, so ziemlich gerade. Ja, hier innen, hier haben wir auch komplett den Rost beseitigt. Hier war ein bisschen Rost unten drin in der Kante. Jetzt den Schweller weiterschweißen in einer ordentlichen Arbeitshöhe. Uhr, Schweller fertig geschweißt. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Es ist nicht absolut perfekt, aber es ist gut. Ronny pinselt jetzt noch, er schleift jetzt noch schön und pinselt. Und dann ist der Schweller endlich abgeschlossen hier. Ronny kehrt. Wir sind für heute durch. Mit der Welt. Schweller noch gepinselt. Morgen die letzte Runde. Dann sind wir fertig. Die Seitenscheiben raus, die Frontscheibe raus. Scheibenwischer ab. Bisschen Schleifi-Schleifi machen. Und dann ab zum Lackierer. Die Heckklappe ist auch fertig. Fertig geschliffen, Alter, da ist mehr Rostumwandler drauf als Originallack. Ronny beim Essen. So, es ist wieder der nächste Tag.
Wir sind aber wirklich fast durch. Der Schweller ist ja fertig. Die Scheibenwischer, die Seitenscheibe, die Frontscheibe. Heckklappe ist soweit fertig. Der Innenrahmen noch ein bisschen schleifen. Hier noch ein bisschen, hier den Rost rausgekratzt. Ich mache jetzt noch die drei Löcher. Ronny isst erstmal noch in Ruhe sein Brötchen. Ja, und dann haben wir es erstmal geschafft. Der Kabelbaum hat es auch erlebt. Die drei Löcher sind zu. Ronny schleift am Scheibenrahmen. Ein Loch. Also die Seite war die schlimmere. Hier war alles braun. Ja. Die andere Seite sieht relativ gut aus. Ist mehr Dreck hier als alles andere. Hier ist ein bisschen, aber das ist ein Witz. Also so wie das hier aussah, sah das komplett drüben aus. Ich denke, das wird gut. Dann noch die Frontscheibe. Also doch, das geht. Film macht das sofort. Immer richtig rausgetreten, wenn es die Uhr kommt. Du kannst ja probieren, Ronny. Ja, ja. Und kein Gesteck. Wir sind durch, Leute. Ja. Mit den Nerven auch, ja. Hier vorne ein klein wenig Rost. Jetzt als allerletztes müssen wir noch den Frosch rausbekommen. Wenn wir das erledigt haben, dann sind wir fertig. Dann sind wir wirklich fertig. Dann haben wir alles gemacht, damit das Fahrzeug zum Lackierer kann. Natürlich sind noch Restarbeiten zu machen, aber die macht dann definitiv der Lackierer.
ist schon viel besser. Das ist eigentlich nur noch hier. Mhm. Da, wo ich einen Schlag kann, weil diese scheiß Stange da ist. Jedenfalls Froschi schon mal weg. Frohe Gewalt hilft. Entschuldigung. Wir haben frohe Gewalt. Oh. Ja, kommt von alleine raus auf jeden Fall. Da kommt er doch raus, ne? Weil du ja das entstauchst. Oh, das ist hier. Ah, es ist gut so, es bleibt so, verdammte Scheiße. Gib jetzt die Kamera her, Junge. Du, ich Schnauze voll haben, wirklich. Ich würde ihn kaputt machen. Ich würde ihn kaputt machen. Ja. So, jetzt Schluss hier. Schluss mit lustig hier. Es blendet. Auf jeden Fall ist jetzt Jans Golf-Projekt erstmal für die nächste Zeit abgeschlossen. Bis es dann wieder da ist und wieder zusammengebaut werden muss. Ja, wir haben alles gemacht. Ihr seht, es ist alles erledigt. Die Gummis sind raus. Alles vom Rost befreit. Alle Löcher geschlossen. Den Frosch haben wir auch geäxt. Damit war's das dann auch. Das war's für heute, Leute. Ja, Scheibenwischer hab's rausgebaut. Das Ding ist übelst verstaubt. Alter. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Und ein Doppel-Like für Ronny seine Hilfe. Bis später. Peace.